Was du gerade machst, ist zu 90% Wahrscheinlichkeit gerade illegal. Wenn du Neukunden gewinnst über Social Media, schrecklich Outreaches, schrecklich Loom-Videos, was auch immer. Also, das einfach als kurze Warnung vorab. Herzlich willkommen in diesem Video. Hier möchte ich dir zeigen, wo die Fallstricke sein können in den standardmäßigen Kundengewinnungsmaßnahmen, die heutzutage so praktiziert werden, und was du stattdessen machen kannst, beziehungsweise was du zusätzlich einfach beachten solltest. So, Nummer 1. Die Maßnahmen, die oft so gesehen gepredigt werden, sind: Schreibt Leute auf Social Media an, verwickelt die irgendwie, also pitcht denen irgendwas und geht dann in Verkaufsgespräche und so weiter. Das Problem an der Sache in Deutschland ist, dass es eine Grauzone beziehungsweise illegal ist. Also dazu vorab ein kleiner Disclaimer: Ich bin hier kein Anwalt, es ist einfach nur, dass meine persönliche Meinung auch zu dem Thema ist. Und wie es in deiner Lage individuell aussieht, musst du natürlich individuell mit dem Anwalt abchecken. Das kann ich jetzt nicht für dich entscheiden oder sagen. Aber gut, genau. Also, das ist sehr wahrscheinlich, dass du, so wie du die Leute anschreibst, oder so wie du gerade Akquise auf LinkedIn, Facebook etc. machst, illegal ist, oder zumindest im Grauzonenbereich ist, du aufpassen sollst, dass du keine Abmahnung bekommst von Mitbewerbern oder von wem auch immer. Und genau, da bitte auf jeden Fall aufpassen, denn eigentlich ist nur Telefonakquise so richtig erlaubt oder auch nicht so mega, aber zumindest ist noch gestattet. Und wenn es irgendwie um E-Mail und ja, Social Media, also LinkedIn, Facebook, Xing und so weiter geht, das ist verboten. Das ist so nicht erlaubt. Kannst du natürlich auch gerne mal googeln, dich tiefer da reinlesen, was genau das bedeutet. Aber grundsätzlich, sobald immer eine Verkaufsabsicht dahinter steht, ist es nicht so gewünscht. Und das Problem an der Sache ist, dass es trotzdem super oft gemacht wird, was auch grundsätzlich nicht schlimm ist, weil solange da keiner klagt, ja auch alles cool ist, trotzdem ist es sehr risikoreich, ist da sein Business drauf aufzubauen. Also einerseits das als einzige Strategie zu haben, die du auch deinen Kunden weitergibst, aber auch als eine einzige Strategie für dich selbst zu haben. Weil es, wie gesagt, die Gesetzeslage könnte sich auch ändern und das ist irgendwie noch krasser dann oder noch wird noch mehr verpönt. Und außerdem ist jetzt ja auch schon relativ schwierig, weil jeder abgefuckt ist von den Leuten, die einfach einen anschreiben und irgendwie was verkaufen wollen. Wenn du es so machst, dann hör damit eh auf jeden Fall auf, weil es nicht so effektiv und es nervt die Leute. Also such da einen smarteren Weg. Aber genau, das einfach für dich als Info, dass du da auf jeden Fall auf der wachsamen Seite sein solltest oder auf jeden Fall aufpassen solltest. Was stattdessen aber wichtig ist oder was deswegen gerade wichtig ist, du dir den Funnel dabei aufbaust, der dir auch Kunden bringt, ohne dass du auf die zukommen sollst. Es ist ja eh viel geiler, wenn die Kunden auf dich zukommen, weil du auch ein besseres Standing hast, weil du mehr als Experte angesehen bist und auch im Verkaufsgespräch besser performen kannst, weil die einfach sich bei dir gemeldet haben, würdest du bei denen. Deswegen baue da auf jeden Fall einen Funnel auf, der Neukunden bringt über Werbeanzeigen automatisiert. Das ist so als Grundmessage einfach. Schau dir gerne auf diesem Kanal andere Videos zu an, die ich dazu gemacht habe. Und das wirklich als Grundinfo. Hinterfrag auf jeden Fall, was du machst. Schau genau an, wie du auch diese Social Media Aktivitäten machst, diese Nachrichten, diese Outreaches und so, ob die wirklich so gut funktionieren. Und ja, geh da einen anderen Ansatz. Mach da erstens nicht das, was alle machen, nämlich irgendwie Vorlagen verwenden und da irgendwie Leute anschreiben, sondern das kommt extrem schlecht, das kommt extrem nervig, sondern geh da wieder lieber ein bisschen persönlicher rein. Aber selbst das solltest du super stark hinterfragen, ob das nicht schon in die Kaltakquise oder in die illegale Seite so gesehen geht. Das dazu. Und deswegen, wie du den Funnel aufbaust, das wird hier im Kanal gezeigt. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf dein Abo, damit du keine weiteren Inhalte verpasst, und wünsche dir viel Erfolg in der Umsetzung.